Und da wären wir auch schon wieder. Und ich bringe frohe Kunde, denn es kommt bald ein Patch für die Early Access Version, der ein paar Sachen beheben soll. Also zum einen das hier, dass alle 10 Schritte ein neuer Tag anfängt. Und dann, dass die Waffen nicht mehr so viel zerbrechen. Weil da war wohl ein kleiner Bug drin, dass die Probe jedes Mal gewürfelt wird, wenn man angreift. Und nicht, wenn man irgendwie kritisch verfehlt oder irgendwas in der Richtung. Das wird also aufgehoben. Und noch ein paar andere Bugs, die doch recht vielen Leuten aufgefallen sind, müssten mit dem nächsten Patch behoben werden und den drauffolgenden. Das ist doch schon mal gute Kunde. Aber jetzt wollen wir die ganzen Sachen machen, die ich letzte Folge nicht machen konnte. Nämlich hier alles plündern. Dann da einmal rumlaufen. Achso, wir müssen da ganz außen rum. So, da hinten ist ein Obelisk. Oh, das wäre schön, wenn die Obelisken übernommen werden. Die Obelisken waren immer so eine, ja doch recht nervige Angelegenheit. Wenn man nicht mehr wusste, bei welchem man schon war, bei welchem noch nicht. Also die Obelisken allgemein hatten immer so einen Teil eines Rätsels dabei. Also sowas wie Buchstaben aneinandergereiht oder dergleichen. Wenn man davon genug gefunden hatte, dann hat man ein ganzes Wort draus lesen können. Einen ganzen Satz, den man später brauchte. Da geht's runter. Egal, erstmal töten. Töten, töten, töten. Wenn ich jetzt debuff, werden die auch getroffen? 3 Felder, ne? Jo, sehr schön. Einen von euch pusten gleich weg. Ich kann mir noch nicht aussuchen, wen. Du warst es. Feuer. So. Spotten. Hauen. Nicht wegpusten, weil Terry ja schon gespottet hat. Wegpusten tust du das nächste Mal den da. Du brennst. Okay. Spotten. Den da bitte wegpusten. Du nochmal Feuer. Schon hast du keine Mana mehr. Das heißt, gleich wieder schlafen angesagt. Hauen, hauen, spotten, hauen. Husa! Ja. Das tut nicht wirklich weh, Derek. Du hast 177 Lebenspunkte. Au. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, du solltest nicht vergessen zu spotten, aber er hatte eh keinen Mana mehr. Jetzt bitte nicht Auge umhauen. Bitte nicht. Orkum. Okay. Sehr schön. Und nee, da geht's nicht runter. Was? Die Reflexion sieht manchmal ein bisschen komisch aus vom Wasser. Aber ja, da geht's nicht rüber. Da war nur mal eine Brücke. Schlafen. Trick. Wechsel mal deine Axt aus gegen die Axt. Au. Oh. Das war die da. Komm mal her. So, gleich ein Nahkampf und dann prügeln wir dich nieder. Au, au. Wie viel Essen haben wir noch? 3. Ja, nee. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mit ihr jetzt einfach immer schön wieder Feuer spam. Aber dann müssten wir gleich wieder in die Stadt. Das wird doch ein wenig langweilig. Also, sichern, sichern. Weil den minimalen Schaden, den die hier auswischen, das ist, ja, da sollten wir echt keine Mana verballern. Die Jungs allerdings sind schon etwas schmerzhafter. Ja, 10 Schaden, alles okay. So, du bist ja geboostet. Fest schießt. Wenn er das nächste Mal rankommt, dann wird er gespottet. Genau, du bist gespottet. Und du bist gehauen. Und gehauen, gehauen. Dann haut er jetzt direkt. Ist soweit okay. Du spottest ihn. Du haust sie. Der Rest haut auf ihn.
Aber bei Tirik trifft er irgendwie immer nur ein-, zweimal. Im Gegensatz zu viermal bei den anderen. Also, ja. So, zwei Runden noch, schätze ich. Oder auch nicht. Und es gibt doch einen Eingang da rein. Also wird es so sein. Die Dinger sehen von außen einfach klein aus und sobald man reingeht, sind die Dinger riesig. Können wir hier irgendwas machen? Ne, ist nur Deko. Okay. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, sonst ist hier nicht mehr so wirklich viel. Da hinten ist ein Steg. Es wäre interessant zu wissen, ob es später Wasserwandel gibt. Als Zauberspruch, ob man darüber gehen könnte. Aber ich denke irgendwie nicht, sonst wären hier ja auch Felder eingezeichnet. Was hat da gerade geblinkt? Sah verdächtig aus. Aber gut. Wir wollen jetzt da rein. Mal gucken, wie das so aufgebaut ist. Leuchtturm, ja. Was genau sollten wir eigentlich da machen? Wir sollten alle Nagas töten. Für Maximus. Und das Feuer oben wieder entfachen. Okay. Definitiv dezent größer von drinnen als von draußen. Klick. Eine Priesterin. Das ist kein Problem. Macht einmal 10 Schaden. Das ist vernachlässigbar. Also die hier sollten noch ein wenig aufgemotzt werden. Bis zum eigentlichen Release. Denn Zauberer gerade auf Entfernung sollten eigentlich unangenehm sein. Und nicht so, naja, lächerlich. Ah, hier geht's sogar rum, okay. Gehen wir erstmal den nicht offensichtlichen Weg. Wen haben wir gerade geaggrot? Dich haben wir gerade geaggrot. Hallo. Du gehst mal weg. Und bei dir benutze ich sogar glatt mal Mana. Weil wir nicht mehr spotten können und du Mürrem oder Talana einmal so zerreißen kannst. Vor allem, wenn du alles abwehrst. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Hau nicht Talana. Hau nicht Talana. Sehr gut. Nein. Hau, hau. Sehr gut. Essen? 3. Okay, kurz schlafen. Was wir eigentlich nicht dürften, solange Gegner in der Nähe sind, aber. Nee. Lebenstrank, sehr schön. Du kommst doch gleich mal mit. Und da eine Korallenpriesterin. Jautsch. Ich hätte so gerne Level. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich hätte so gerne neue Level-Ups mit den Charakteren. Gerade mit Talana, mit mehr Mana, das wäre richtig schick. Was haben wir denn bei dir vergessen? Vitalität, Wahrnehmung, Macht, Macht. Okay. Hast du auch Dings vergessen? Nee. 0, 0, 0, 0. Okay. Keine gelben Funkel an den Wänden. Bronze-Rüstung. Oh, das ist gleich schwere Rüstung. Nein. Wir haben bisher nur mittlere gelernt. Aber schön, dass es doch mal Körperpanzerung gibt. Apropos Körperpanzerung und andere Ausrüstung. Das wird übrigens auch mit dem Patch, also entweder mit dem kommenden oder dem darauf folgenden Patch behoben. Die Händler kriegen endlich neues Zeug. Also in regelmäßigen Abständen neues Zeug. Was das Ganze gleich wesentlich angenehmer macht und man endlich auch einen Grund hat, Gold auszugeben. Oder eine Möglichkeit. So. Feuer. Du schießt. Du schießt, du schießt. Sobald der Nagel noch dran ist. Nee, der wird nicht weggeschubst. Das kriegen wir schon so hin. So. Komm näher ran, du hast zwei Pfeile im Kopf. Hauen. Hauen. Hauen, hauen.
Bitte niemanden one-hitten. Bitte niemanden one-hitten. Sehr gut. Und Ogrum, jetzt bring ihn um. Sauber. Gut gemacht, Ork. Jetzt du. Gleise ich dir nochmal. Ich würde gerne unterwegs Äpfel finden können. Das wäre sowieso eine schöne Ergänzung. Es gab früher Gegenstände, die man benutzen konnte, und dann hat man eine Ration im Inventar mehr gehabt. Also über Cap hinaus. Das war ganz praktisch, wenn man mal im Dungeon war. Habe ich erwähnt, dass ich Lust bekommen habe, 6 und 7 zu spielen? Oh, war ja. Hauen. Hauen. Weg. Bist du abgeschlossen? Ja, bist du. Aber ich sehe kein Schloss. Vielleicht öffnet sich das Ding nur, wenn man alle Naga umgebracht hat. Wäre ja nicht so wirklich ein Problem. Nicht wahr? Da ist gleich noch einer. Was haben wir hier Schönes? Jagdbogen Gold. Ja, Beute halt. Da ist nix. Die Tür kriegen wir auch nicht auf. Diese Tür scheint von anderswo gesteuert zu werden. Das ist erstmal ein cooler Special Effekt hier. Das heißt, ich hört sich aber für mich eher nach einem Schalter an. Und nicht irgendeinem Schlüssel. Wegen gesteuert werden und so. Tu noch mal Licht. Ah, dankeschön. Ist doch gleich ein dicken Eller. Also, spotten. Genau. Tirek, du schaffst das. Rest haut drauf. Ah, okay. Also es zählt auch jede Kampfrunde, nicht jedes Bewegungsfeld. Die Buffs. Wäre sonst ein bisschen komisch, sonst könnten die ja den ganzen Kampf überhalten. Nochmal spotten. Hauen. Und nächste Runde ist er tot. Warum bist du jetzt tot? Greift Tirek an. 9 Schaden. Genshin ist tot. Tirek. Achso, das ist ein Amulett, ne? Genau. 5 Dunkelschaden. Was bist denn du? Wasser fließt frei. Hebt Lähmung auf. Druckplatten und Sensoren. Oh, sehr schön. Jetzt wird's interessant. Darauf habe ich gewartet. Also allgemein ein bisschen mehr Interaktion im Dungeon. Druckplatten, Schädel, die man drücken kann oder Ketten, die man zieht, sowas alles. Also nicht alle Hebel erfordern eine explizite Interaktion, indem man daran zieht. Es kann Sensoren auf den Schwellen zwischen zwei Feldern und Druckplatten in der Mitte eines Feldes geben. Die Effekte wie das Öffnen und Schließen von Türen allgemein lassen sich durch Bewegung der Gruppe auslösen. Also das da ist eine doch recht dezente Druckplatte. Sa, ich danke für meine Befreiung. Wer seid ihr? Ich bin Hamato, ein Kopfgeldjäger vom Orden der Weißen Schlange. Ich bin hergekommen, um Gerüchten über die Rückkehr eines alten Feindes auf den Grund zu gehen. Und dummerweise erwischt worden. Sa, heißt wohl ja. Anscheinend haben uns die Gezeiten des Schicksals in gleicher Absicht hergeführt. Das muss Shalasas Wille sein. Dieser Turm steht tatsächlich unter der Herrschaft des Kultes Abwrackers, jenes alten Feindes, von dem ich euch erzählt habe. Bedauerlicherweise werde ich euch nicht viel gegen den Kult helfen können. Ich bin halb verhungert und verwundet, also wäre ich im Kampf nicht viel wert. Das finde ich schön, dass es jetzt quasi eine Erklärung gibt, warum die NPCs im Kampf nicht mithelfen. Weil die anderen, die wir so bisher dabei haben, die standen eigentlich immer nur rum und haben ab und an mal was gesagt, aber wirklich geholfen? Also ja, der Tracker, den wir dabei haben, durch den können wir vielleicht über Karte mehr sehen, aber trotzdem könnt ihr ruhig mal ab und an mit dem Pfeil schießen. Na gut, lesen wir weiter. Aber ich kann mich trotzdem nützlich machen. Während ihr euch um ihren Anführer kümmert, warte ich draußen im Leuchtturm und nehme mich aller Mitglieder des Kultes an, die zu fliehen versuchen.
Es wird keiner versuchen zu fliehen, weil wir die alle umbringen. Aber gut. An Hintergrundgeschichte bin ich nicht so wirklich interessiert. Wir sehen uns dann draußen.